Das Abitur habe ich in der Tasche. Und jetzt? Vielleicht sollte ich Sport studieren. Das Gießener Institut für Sportwissenschaft gehört mit 6 Arbeitsbereichen und über 40 Lehrenden zu den größten sportwissenschaftlichen Einrichtungen Deutschlands. Bei uns studieren über 1400 junge Menschen. Am Institut arbeiten Pädagogen, Psychologen, Sozialwissenschaftler, Bewegungs- und Trainingswissenschaftler und Sportmediziner. Wer in Gießen studiert, bekommt vielfältige Perspektiven auf Sport und Bewegung vermittelt. Am Gießener Sportinstitut können 4 Studiengänge studiert werden, die für die Lehrtätigkeit an der Schule oder für Berufe mit Gesundheitsbezug qualifizieren. Die Lehramtsstudiengänge bilden für eine Tätigkeit an Grund-, Förder-, Haupt- oder Realschulen oder am Gymnasium aus. Hier besteht das Studium aus Theorie und Sportpraxis. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Didaktik, in der sich die Studierenden mit verschiedenen Unterrichtskonzepten auseinandersetzen. Sie lernen, Sportunterricht zu planen, zu analysieren und zu reflektieren. Der Bachelorstudiengang Bewegung und Gesundheit hat eine naturwissenschaftliche Ausrichtung. Er trägt der hohen Nachfrage nach qualifizierten Spezialisten im Bereich Gesundheit und Prävention Rechnung. Im Studium setzen sich die Studierenden mit wissenschaftlichen Studien rund um die Zusammenhänge zwischen Bewegung und Gesundheit auseinander. In der Vorlesung Funktionelle Anatomie lernen die Studierenden, anatomische Strukturen unter sportpraktischen Funktionen zu begreifen. Neben der Lehre ist die Forschung ein wichtiger Eckpfeiler. Das Institut für Sportwissenschaft in Gießen besitzt vielfältige Forschungsschwerpunkte und eine hohe wissenschaftliche Reputation. So wird unter anderem in Kooperation mit dem Gerätehersteller und einer Firma für Messtechnik ein entwickeltes Messsystem im Training als auch bei nationalen und internationalen Wettkämpfen eingesetzt. Die Sportdidaktik stützt sich auf eine eigene Unterrichtsforschung, die sich aktuell auch dem inklusiven Sportunterricht zuwendet. Am Arbeitsbereich Sozialwissenschaften des Sports befassen wir uns mit der Frage, ob Sport zur Persönlichkeitsentwicklung und zur sozialen Integration beiträgt. Ganz besonders interessiert uns, unter welchen Bedingungen der Sport auch die Integration von Zuwanderern in die Gesellschaft unterstützt. In der Bewegungs- und Trainingswissenschaft steht die Untersuchung von Gehirnprozessen und den neuronalen Grundlagen von Bewegungsausführung, Vorstellung und Beobachtung im Fokus. Hierzu nutzen wir modernste bildgebende Verfahren. Viele Studierende sind als studentische Hilfskräfte in laufende Forschungsprojekte einbezogen. Ein guter Nebenverdienst und eine Chance, Forschung hautnah mitzuerleben. Eine hohe Forschungsorientierung zeichnet auch die Masterstudiengänge aus. Der Studiengang Biomechanik, Motorik, Bewegungsanalyse vermittelt fachliche und methodische Kompetenzen, um menschliche Bewegung auf hohem wissenschaftlichen Niveau analysieren zu können. Diese Art von Bewegungsanalysen werden in vielen Bereichen benötigt, zum Beispiel in der orthopädischen Rehabilitation, im Leistungssport, aber auch in der Planung von Produkten in der Industrie. Besonderen Wert wird darauf gelegt, dass die Studierenden von Beginn an praktische Erfahrungen in der Durchführung biomechanischer Messungen erwerben. Deshalb wurden Messkoffer zusammengestellt, die die Studierenden im Rahmen ihres Studiums an vielen Stellen nutzen können. Der Masterstudiengang Klinische Sportphysiologie und Sporttherapie weist einen medizinischen Schwerpunkt auf. Die Studierenden lernen Bewegungs- und Trainingsprogramme im Gesundheits- und Leistungssport eigenhändig zu konzipieren, durchzuführen und wissenschaftlich zu evaluieren. Zentrales Berufsziel ist der Sporttherapeut mit Beschäftigungsmöglichkeiten in Kliniken, Arztpraxen, Gesundheitseinrichtungen, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, bei Krankenkassen und im Leistungssport. Ich studiere sehr gerne hier und schätze die interessanten Lehrveranstaltungen mit einer Mischung aus Wissenschaft und Praxisbezug.